Ich habe hier eine neue M2 SSD von Samsung, die 980 Pro. Die habe ich mir bei Amazon gekauft, für schlappe 80 Euro geschossen und die will ich jetzt einbauen. Dafür muss ich jetzt auch einmal meinen Tower hier abbauen. Da habe ich nie so richtig Bock drauf, aber naja, da muss man ja durch und das macht man ja nicht alle Tage. So, Tower habe ich abgebaut und auch schon aufgemacht. Hier siehst du meinen Tower von innen. Hier kommt gleich hier kommt gleich die Festplatte rein. Und die Festplatte muss ich da auch noch woanders einbauen, da ich die ja behalten möchte, muss ich mal gleich gucken. Ich nehme erstmal die Grafikkarte raus und dann mal schauen, wie ich das alles verbaue. Ich habe jetzt alle M2 SSD-Schächte hier aufgemacht. Hier, das ist meine Haupt-SSD. Da habe ich dann noch eine andere SSD, einfach so als Speicher für die ganzen Projekte. Jetzt muss ich hier die ausbauen und die neue rein. Ich habe aber das Problem, dass die Heatsink-Version gekauft habe. Die war halt so günstig. Jetzt muss ich den Heatsink entfernen, um die neue SSD hier einzubauen. Die neue SSD kommt dann wahrscheinlich auf diesen Platz und die alte hier unten irgendwo hin. Das Tauschen der Festplatten an der Position, das war super easy, denn bei meinem Mainboard braucht man hier kein Werkzeug. Ich habe mich aber dazu entschieden, den Heatsink von der Festplatte erstmal drauf zu lassen, da ich hier nicht so einen kleinen 5-Kant-Schlüssel habe. Ich glaube, Torch nennt sich das. Ich bin nicht ganz sicher, aber bevor ich hier was Falsches sage, 5-Kant-Schlüssel, fertig. So. Ich baue die Platte erstmal so ein und übertrage die Daten. Ich will aber später auf jeden Fall doch noch den Heatsink austauschen, da ich glaube, dass der Heatsink hier von meinem Motherboard einfach besser ist. Der ist auch von beiden Seiten und ich glaube, dass da die Wärme einfach besser abgeführt wird als hier über den Samsung eigenen Heatsink. Dennoch, dafür, dass ich jetzt erstmal die Daten von hier nach da überspielen kann, habe ich die Festplatte jetzt mit dem Heatsink eingebaut. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich hier nochmal alles ausbauen. Und dann den Heatsink wahrscheinlich entfernen, wenn ich einen kleinen genug 5-Kant-Schlüssel habe. Alles wieder festmontiert, Festplatte ist drin, neue Festplatte ist drin, alte Festplatte ist drin, alte Festplatte ist drin. Jetzt Klappe zu und dann geht es an Daten übertragen. Jetzt hängt alles wieder, mal schauen, ob es auch bootet. Hört sich schon mal gut an, Monitore an, booten. Dauert ja beim dem Asus Motherboard immer so ein bisschen, aber mal schauen, ob sich hier was tut. Und ob er auch weiterhin von der richtigen Festplatte bootet. Beiden Bildschirmen nichts. Ich bin ein Idiot. Eine Grafikkarte, die ernährt sich nicht von Luft und Liebe, sondern von Strom. Und ich habe vergessen, die Stromstecker wieder reinzustecken. Tja, da passiert natürlich nichts. Also rein damit und dann wieder aufbauen. Jetzt nochmal das Ganze. Also Tower steht wieder. Und booten. Oh, da tut sich was. Super. Und die Festplatte wird auch schon erkannt. Die Daten übertrage ich mit Samsungs eigenem Programm. Ich spreche den Namen nicht aus, da ich es eh noch falsch mache. Ich hätte vorhin aber auch ein bisschen auf cool tun können, denn ich habe den Heatsink ja jetzt extra mit eingebaut, weil ich keinen Schraubendreher dafür habe. Aber ich kann jetzt auch einfach sagen, ich habe die Festplatte mit dem Heatsink eingebaut, weil ich einfach die Temperaturen vergleichen möchte. Jetzt, wenn sie mit Heatsink läuft, aktuell 32 Grad, ich probiere es die Woche aus und halte hier immer mal ein Auge drauf. Und später, wenn ich es dann umgebaut habe, schaue ich mal, wie die Temperatur sich dann entwickelt. Da habe ich den Vergleich mit oder ohne Heatsink oder eher welcher Heatsink besser ist, der von Samsung oder der von meinem Mainboard. Jetzt aber zum Datenklonen. Das geht mit dem Programm hier super einfach. Hier unten auf Data Migration klicken. Dann ist das Quelllaufwerk schon richtig ausgewählt. Das ist meine Festplatte, 2 Terabyte, wo die Windows-Partition drauf ist. Hier wähle ich das Ziellaufwerk aus, das ist die SSD 980 Pro with Heatsink, auch 2 Terabyte und dann klicke ich auf Starten. Ah, kommt noch ein Bildschirm mit dem Klonvorgang, ja, klar. Und Starten. Hier sehe ich die Datenmenge, die übertragen werden muss, die Zeit und hier nochmal die Datenmenge von bis. Und hier sehe ich auch die verstrichene oder die verbleibende Zeit, nicht verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit. Ich habe hier auch so ein externes SSD-Festplattengehäuse. Da mir das halt mit diesem externen Gehäuse viel, viel zu lange gedauert hat, habe ich halt die zweite Festplatte jetzt in den Tower direkt eingebaut, damit beide Festplatten auf dem Mainboard sind. Es sind auch beide Festplatten an einen Generation 4 Port angeschlossen. Also mal schauen, wie lange es jetzt wirklich dauert. Ich sehe gerade, die Zeit springt hier auch ein bisschen rum. Als ich die Festplatte noch in dem Gehäuse hier hatte, da sprang die Zeit auch immer rum, aber von 10 bis 17 Stunden oder noch länger. Boah. Ja, mal schauen, wie lange es jetzt wirklich dauert. Die Übertragung ist abgeschlossen, 100% erreicht und es hat 44 Minuten 44 gedauert. Das geht doch und besser als 17 Stunden. Die letzte Sache, die ich jetzt noch machen muss, ist den Bootmanager umstellen. Das ist jetzt im BIOS, dazu muss ich einen Neustart machen. Bootoption 1 soll jetzt natürlich die
980 Pro sein und nicht mehr die normale 970er. Die mache ich zum Booten auch mal aus, damit ich auch nicht aus Versehen von der falschen Festplatte boote. Ich lasse die 970 auch noch mit den Windows-Daten da, falls einfach irgendwie ein Backup brauche. Wer weiß, ob die 980 Pro irgendwie doch kaputt geht oder was damit ist. Deswegen nicht löschen. Das Booten hat ohne Probleme funktioniert. Hier, der PC läuft. Ich bin aktuell bei 50 Grad Temperatur. Mal gucken, wie sich das so verhält. Ich werde es jetzt die Woche beobachten und dann den Computer nochmal umbauen. Schreib du mir doch mal in der Zeit unten in die Kommentare, was du für Fragen hast, was ich noch anschauen soll oder was dich sonst interessiert zu dem Thema. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.